Ein Datingportal, das alles anders machen will und auf dem man definitiv die große Liebe finden kann. Ob das funktioniert? Wir machen heute den großen Test. Hey ihr Fresh and Awesome Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zu einem neuen Video. Einem Video, das wir in der Form bisher noch nicht hatten. Denn wir machen heute den großen Dating-Test, beziehungsweise den großen Test eines neuen Dating-Portals. Das sollte der Chris sich nämlich mal unter die Lupe nehmen und mal schauen, ja, wie gut kann man denn da Mädels kennenlernen. Und ja, das Ergebnis ist wirklich interessant. Ich empfehle euch an der Stelle wirklich bis zum Ende des Videos dran zu bleiben. Jetzt wollen wir uns das aber erstmal ganz in Ruhe anschauen. Es geht um das Dating-Portal namens Flirt. Eine Woche lang habe ich dieses Portal getestet. Ich habe euch das auch unten in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr euch das einfach mal angucken. Nach Aussage der Betreiber hat die Plattform über 100.000 Mitglieder. Und da will der Chris natürlich mit dabei sein. Deshalb machen wir jetzt erstmal Schritt 1, ich melde mich da an. So, da sind wir und wir wollen unser Profil einrichten. Erstmal müssen wir uns anmelden und bekommen einen Code per E-Mail zugeschickt. So, den Code habe ich gerade mal rausgesucht. Da ist er, Passwort und abschließen. Okay, ich bin, ja was bin ich denn Leute? Ich bin natürlich männlich und ich suche weiblich. Geburtsdatum, da gebe ich jetzt mal nicht mein echtes ein, sondern wir wählen mal irgendwas hier. Zack, und mein Standort ist in Bonn. Will man nicht gerne benachrichtigen, bla bla. Nein, möchte ich nicht. So, ihr seht jetzt schon, ich habe hier ein bisschen was verpixelt, weil die ganzen Gesichter darf ich natürlich nicht zeigen, ne? Deshalb habt ihr ein bisschen Verständnis für. Jetzt gehen wir auf mein Profil bearbeiten. Bildverwaltung. Okay. Profilbild. So, wir nehmen einfach mal das als Profilbild. Kann ich das noch irgendwie verschieben? Nein, das kann ich leider nicht machen. Dann muss ich doch ein anderes nehmen. Okay. Gut. Das war zwar nicht der Plan, aber nehmen wir halt das etwas assige Bild von La Palma. Nehmen das als Profilbild. So, das Bild ist hochgeladen, muss allerdings noch freigegeben werden. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Alle Bilder werden geprüft und nach Freigabe andere Mitgliedern angezeigt. So, dann teilen wir noch hier einen Profiltext ein. Da habe ich auch mal was vorbereitet, was ich immer ganz gerne benutze. Wenn du kein eigenes Leben hast, immer am Handy hängst und alles negativ siehst, wische bitte nach links. Sofern das da jetzt möglich ist, das müssen wir uns gleich noch angucken. Ansonsten, hi, du bist cool. Zeigt einfach so ein bisschen, hey, ich habe gewisse Ansprüche, ich bin auch nicht der Typ, der die ganze Zeit in dieser Flirt-App abhängt. Da könnt ihr aber letztendlich vieles machen und ich empfehle euch auch nicht einfach sowas zu kopieren, sondern auch das sollte immer ein Stück weit eure Persönlichkeit natürlich widerspiegeln. Das sollte entweder zeigen, dass du, hey, Ansprüche hast oder dass du halt diese Flirt-App oder Flirt-Dating-Seite nicht zu ernst nimmst. So, das ist gespeichert. Dann tragen wir noch die persönlichen Angaben ein. Ethnie. Wo komme ich denn her? Ich bin europäisch. Familienstand. Tja, offene Beziehung kann man leider nicht eintragen. Dann machen wir das jetzt mal einfach mal desweise Single, weil das werden wahrscheinlich die meisten suchen. Körperbau. Natürlich sportlich, Leute. Augenfarbe. Braun. Nein, ich habe keine Tattoos. Ich habe auch keine Piercings. Ich rauche auch nicht. Bachelor. Leute, ihr wisst das. Bachelor of Flirt-Experte. Okay, jetzt müssen wir das Profil noch verifizieren. Fake-Check machen. Okay, das kennt man ja von anderen Apps. Man muss da einen Code auf einen Zettel schreiben. Das machen wir auch mal gerade. So, Foto gemacht. Das muss ich jetzt mal eben irgendwie auf den Rechner packen. Ja, das wäre schön, ne, wenn man das auch irgendwie per App nutzen könnte. Und da ist der Fake-Check, der leider ein bisschen schräg lagert. Komisch, dass er die Fotos immer kippt. Okay, die Echtheit wird geprüft. Wir prüfen die Echtheit des Bildes. Das kann einige Zeit dauern. Da ist ein N zu viel. Bild-Upload fehlgeschlagen. Ja, was denn jetzt? Echtheit wird geprüft. Bild fehlgeschlagen. Ich aktualisiere mal und guck mal, wie das dann aussieht. Okay, die Echtheit wird geprüft. So, dann schauen wir uns das mal an. Wir haben jetzt das Profil eingerichtet. Ich gehe mal hier drauf. Chris, warum ist da kein Profilbild? Mein Profil ansehen. So, da ist der hübsche junge Mann. Da stehen meine ganzen Sachen. Da ist mein Profiltext. Hier kann ich noch Fotos hinzufügen. Das können wir eigentlich auch mal gerade machen. Organisiere hier alle Fotos in deinem Fotoalbum. Und wo kann ich das machen? Ja, nope, es geht nicht. Ja, keine Ahnung, wo man hier ein Fotoalbum anlegen kann. So, jetzt schauen wir uns auch mal die Seite an. Was kann man denn hier Tolles machen? Wir haben einen Newsfeed. Da sehe ich alle Aktivitäten der Mitglieder. Dann gibt es die Möglichkeit, ein Speed-Dating zu machen.
Okay, da kann ich jetzt ganz klassisch, wie man das auch kennt, liken oder disliken. Dein Bild ist gerade in Prüfung, bitte geduldig noch einen Moment und schau später nochmal vorbei. Okay, das scheint man also nur machen zu können, wenn das Profil dann auch bestätigt ist. Ist eigentlich eine gute Sache, dann minimiert das hoffentlich auch die Gefahr von Fake-Profilen. Dann haben wir noch den Radar. Okay, da haben wir ein paar Personen, ja. Das geht dann leider auch erst, wenn das Bild fertig geprüft ist. Okay, auf der Suche kann ich einfach ein bisschen durchscrollen. Da habe ich ganz, ganz viele Profile. Kann mir die Leute angucken, die da gerade aktuell online sind. Und kann hier oben auch noch eingeben, was ich suche. Das Alter kann ich eintragen. Ich kann meinen Standort nochmal ändern. Ich kann auch sagen, in welchem Umkreis. Oh, hier kann ich noch ganz viele Filter eingeben. Körperbau, alles mögliche, Größe, ist die Person jetzt online, ist sie neu angemeldet, also das, was man im Endeffekt auch von anderen Dating-Seiten kennt. Und dann habe ich ganz oben rechts noch den Chat, der ist natürlich leer, weil, ja, ich bin ja gerade erst angemeldet. Hier kann ich auch nochmal nach Leuten suchen, dann lande ich wieder auf der Seite davor. Und damit ist erstmal das Wichtigste abgeschlossen. Tja, ihr habt gesehen, das Anmelden ist an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen tricky. Ich habe das immer wieder gemerkt, wenn ich ein neues Foto hochgeladen habe, dass das Bild entweder verweigert wurde oder es sehr lange gedauert hat, bis das Foto freigeschaltet wurde. Und ja, ohne Foto in einem Datingportal ist ein bisschen schwierig. Hat dann aber zum Glück irgendwann funktioniert und dann war mein Profil auch fertig. Ein Profil, das ich von Aufbau und Inhalt auch in der Form auf anderen Datingportalen benutze. Und dort bisher wenig Probleme hatte, jemanden kennenzulernen. Das nur schon mal als kleine Randinfo vorneweg. Denn ich habe dieses Portal eine Woche lang getestet. Eine Funktion fand ich sehr cool, nämlich die Sache mit den Eisbrechern. In deinem Nachrichtenfeld gibt es nämlich vorgeschlagene Eisbrecher, die du einfach durchklicken kannst und du kannst dir davon einen aussuchen. Und ich muss sagen, einige davon sind gar nicht mal so scheiße. Und das ist wirklich eine sehr coole Funktion, zumindest für Leute, die einfach Probleme mit der ersten Nachricht haben. Die Frage ist nur, wie schnell sind diese Eisbrecher ausgelutscht? Weil wenn die natürlich jeder benutzt, dann kennt die auch jedes Mädel. Und dann hat der Chris sich daran gemacht und ja, hat die Mädels da mal unter die Lupe genommen. Ich habe also ein bisschen Zeit auf der Plattform verbracht, habe mich da ein bisschen durchgeklickt. Und eines ist mir immer wieder aufgefallen. Nämlich, dass die Profile alle sehr ähnlich aussehen. Denn komischerweise sind sehr, sehr viele Profile vom Aufbau her immer gleich. Es ist immer, was ich mag, was ich nicht mag, Hobbys, Motto und Wunschpartner. Und das sind keine vorgegebenen Felder des Portals. Man könnte fast denken, dass das einfach nur kopiert ist. Trotzdem habe ich auf dem Portal meine absolute Traumfrau gefunden. Nämlich das Profil von Johanna Kiss. Hey, wenn das nicht schon wie Arsch auf einmal passt, dann weiß ich auch nicht. Ich möchte euch damit einfach zeigen, wie einige Profile dort aussehen. Denn die gute Frau Kiss schreibt: Ich bin explosive Mischung, sexy, süß, schlau, lange schwarze Haare, blasse Haut, Augen glitzern wie Diamanten, Körper mit langen Beinen, schöne Arsch und Titten, ich bin eine dominante Frau, 50 Kilogramm Süßigkeiten und 167 cm Sexempil, besuch mich. Alter, 50 Kilogramm Süßigkeiten? Ist das vielleicht der Marshmallow Man von Ghostbusters? Man weiß es nicht. Und was ich auch so ein bisschen störend fand, dass man immer wieder E-Mails von diesem Portal bekommen hat. Ich habe dort in den Einstellungen ausgewählt, dass ich keine Benachrichtigung möchte, auch nicht per E-Mail, und trotzdem bekomme ich jeden Tag irgendwie eine E-Mail davon. Ist aber natürlich nur eine Kleinigkeit. Denn ich wollte ja für euch das Portal testen und gucken, okay, wie gut kann man dort denn Mädels kennenlernen? Und ich habe dafür, das muss ich der Fairness halber sagen, vom Veranstalter einen Premium-Account zur Verfügung gestellt bekommen. Also mein Account wurde zum Premium-Account geupdatet. Etwas, was normalerweise monatlich Geld kostet. Hat mir aber natürlich die Sache erleichtert, weil damit natürlich einige Funktionen freigeschaltet sind. Was mich etwas gewundert hat, ich dachte, mit einem Premium-Account kann ich auch so viel swipen, wie ich will. Dann kam aber immer wieder das. Und ja, da frage ich mich dann, was ist denn der Vorteil des Premium-Accounts? Denn normalerweise sollte der ja solche Funktionen nicht einschränken, sondern uneingeschränkt zur Verfügung stellen. Aber gut, das wäre ja alles nicht so dramatisch, wenn ich auf dieser Plattform denn auch jemanden kennengelernt hätte. Und ihr habt es vielleicht schon etwas rausgehört. Ich habe dieses Portal, wie gesagt, eine Woche lang getestet und ich habe eine Woche lang kein einziges Match gehabt und keine einzige Antwort auf eine Nachricht. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, du bist ja auch ein hässlicher Typ und du schreibst ja auch nur Blödsinn und mi. Aber komischerweise habe ich auf bekannten Dating-Apps diese Probleme nicht. Da habe ich nach einem Tag 3 neue Nummern. Ohne, dass das jetzt irgendwie überheblich klingen soll. Ich möchte nicht sagen, wow, ich bin der Geilste, sondern ich möchte euch einfach einen fairen Vergleich geben. Und es ist natürlich schwierig, wenn man als Betreiber zu jemandem hingeht, der sich mit der Thematik Flirten auskennt
und sagt, yo, du testest jetzt unser Datingportal. Und diese Person dann selbst nach einer Woche keinen Erfolg hatte. Aber gut, vielleicht bin ich einfach nur hässlich. Kann ja alles sein. Jetzt kommt aber der absolute Knaller. Und das war wirklich eine sehr krasse Nummer. Also es war jetzt keine Handynummer, die ich bekommen habe, sondern es war etwas, was ich auf dieser Plattform erlebt habe. Denn während ich mich dort durchklickte und mir die Profile anschaute, stach mir ein Profil ins Auge. Und ich dachte mir, irgendwie kommt die Dame dir bekannt vor. Und plötzlich machte es Klick. Das ist eine bekannte Pornodarstellerin und auch Webcam-Girl. Ist natürlich eine Info, die ich von dem Freund eines Schwagers, dessen Onkel dritten Grades, der hat einen Neffen und der hat einen Brieffreund und der war schon mal auf solchen Seiten. Praktisch, wenn man solche Kontakte hat. Ja, und dieses, nennen wir es einfach mal Webcam-Girl, die auf dieser Seite angemeldet ist, die habe ich dann mal kontaktiert. Nicht aber über diese Seite, sondern über Twitter. Und sie hat mir geantwortet. Und was ich da als Antwort bekommen habe, das war wirklich schon krass. Denn der habe ich geschrieben, hey, pass auf, ich habe auf der Seite dein Profil gefunden und ich möchte einfach meinen Zuschauern natürlich auch fair mitteilen, ob diese Profile auch echt sind. Bist du da wirklich angemeldet? Und sie erklärte mir, dass das über irgendwelche Drittanbieter läuft, über irgendwelche Tools und sagte ganz klar, ja, ganz so flirtig ist das nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, denn es gibt einen Knackpunkt. Dieses Profil von ihr auf der Seite ist nämlich verifiziert. Das heißt, das ist eigentlich bestätigt, dass dieses Profil echt ist. Und diese Person hat sich auf dieser Seite niemals selber angemeldet. Und erstmal kann man sich ja denken, ja, okay, klar, dass diese Datingportale auch keine Wohlfahrtsvereine sind und dass die natürlich auch irgendwie Mitglieder generieren müssen und sowas. Kann ich alles verstehen. Was mich aber durchaus stört, wenn man auf der Startseite ein Siegel hat, bei dem steht, alle Profile handgeprüft. Denn das lässt den Eindruck erzeugen, okay, die Profile, die hier angemeldet sind, die sind wirklich echt. Wie das rechtlich aussieht, Leute, keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt steht da nur, dass die Profile handgeprüft sind. Da steht nicht, dass die Profile 100% echt sind. Und ich möchte an dieser Stelle auch keine Behauptungen aufstellen. Es kann natürlich durchaus 5000 andere Gründe geben, warum dort ganz viele Profile angemeldet sind, die ähnlich aussehen, die einen gleichen Aufbau haben, die merkwürdige, sehr sexuell orientierte Beschreibungstexte haben, die Webcam-Girls dort registriert haben, die dann auch noch verifiziert sind. Es kann ganz viele andere Gründe haben. Ich sage euch nur das, was ich auf dieser Seite erlebt habe. Ich persönlich bin völlig vorurteilsfrei in diesen Check reingegangen. Und ich hatte wirklich Hoffnungen, dass dieses Portal es mal anders macht, als die ganzen 12 Millionen Datingportale, die es da draußen gibt. Gerade weil es ja nicht so bekannt ist. Da denkst du ja, okay, dann habe ich dort auch vielleicht bessere Chancen, jemanden kennenzulernen. Letztendlich musst du das aber entscheiden, wenn du Bock hast, dir das anzugucken, dich dort zu registrieren, dann mach das gerne, Link ist unten in der Beschreibung. Ich möchte mit sowas einfach nur transparent umgehen. Denn ihr seht, okay, das Ganze ist Werbung, aber das bedeutet nicht, dass ich euch hier irgendetwas schönrede. Wenn das kein Portal ist, was ich weiterempfehlen kann, dann werde ich das auch in Zukunft immer wieder offen sagen. Wie gesagt, flirten.live hat auch den einen oder anderen coolen Ansatz, zum Beispiel das mit den Eisbrechern. Aber wenn ich dann nach einer Woche nicht einen einzigen menschlichen Kontakt habe, dann kann ich das einfach nicht weiterempfehlen. Und mir ist es super wichtig, dass ihr weiterhin meine ehrliche und offene Meinung bekommt. Denn ich will, dass ihr glücklich werdet und dass ihr nicht irgendwelche Zeit vergeudet. Denn ihr wisst es, solche Datingportale sind immer nur ein nettes Extra. Ihr solltet euch niemals komplett nur auf Online-Dating konzentrieren. Wer solche Portale nutzt, sollte auch dazu in der Lage sein, Mädels in der Realität anzusprechen. Denn Flirten findet da draußen in der echten Welt statt. Und nicht hinter irgendwelchen Computern. Leute, ich hoffe, dass euch dieses etwas andere Video gefallen hat. Wir haben heute mal ein Datingportal unter die Lupe genommen. Und Stiftung Chris Kiss Test hat sein Urteil abgegeben. Solche Checks sollen euch einfach helfen, damit ihr entscheiden könnt, okay, melde ich mich bei sowas an, melde ich mich da nicht an, macht das einen seriösen Eindruck oder macht es das nicht? Wer noch ein bisschen mehr über das Thema Online-Dating erfahren will, der klickt sich einfach mal durch die Videos hier. Da gibt es ganz, ganz viel Input noch. Hier unten kannst du meinen Kanal kostenlos abonnieren. Das solltest du unbedingt machen, denn dann verpasst du kein Video mehr. Leute, ich danke euch, macht es gut, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao!